Als Fürst Kyoroku zum ersten Mal das Schneeland bereiste, blieb seine Sänfte schon bald im Schnee stecken. Entzückt von der glitzernden Pracht der weiß geschminkten Landschaft, griff er nach seinem Reisetuschkasten. So schuf er mit der Zeit den berühmt gewordenen Schneeatlas. Auch notierte er die 22 Wörter für Schnee, Peonienschnee, auch Blütenschneegestöber genannt, Reispuderschnee, der schnell und dicht fällt, Trommelschnee für Hagel, Schaumschnee, erster Schnee oder Nummer 1 Schnee und Schneeknödel für sehr großen Hagel. Fürst verwunderte sich über die große Geschicklichkeit der Bergbewohner im Umgang mit dem hohen Schnee. Es schneit und hört nicht auf. Berge und Felder tragen Baumwollmützen aus Schnee. An den Bäumen blühen Schneeblumen.